Hallo, mein Name ist René Rumi. Ich arbeite bei der Firma Mounting Systems als Techniker und zeige Ihnen heute das Aufdachsystem Pitched ProLine. Die Auslegung wurde mit Hilfe unseres Online-Konfigurators ermittelt. Im ersten Schritt werde ich die Dachziegel entfernen, die präpariert werden muss. Wegen der Stärke des Alu-Dachhakens muss der Ziegel präpariert werden. Nach dem Präparieren der Dachziegel werden die Alu-Dachhaken eingesetzt und mit zwei Holzschrauben mechanisch befestigt. Mit der Sechskantschraube ist es möglich, den Dachhaken in der Höhe zu verstellen, sodass es an die Dachziegel angepasst wird. Die präparierten Dachziegel werden jetzt wieder eingesetzt. Im nächsten Schritt wird die Grundschiene am seitlichen Kanal am Alu-Dachhaken befestigt. Nach dem Ausrichten der Modulschiene wird die Sperrzahnmutter mit einer Viertelumdrehung befestigt. Zum Verschließen der Grundschiene kann man Endkappen verwenden. Für die Montage der Module werden die Endhalter auf die Grundschiene montiert. Jetzt können die Module aufs Dach gelegt werden und unter die Endklemmen drunter geschoben werden und fixiert werden. Um die Modulrand zu erweitern, werden Mittelklemmen verwendet. Zum Beenden der Installation werden die Endhalter eingesetzt. Das war die Montage unseres Aufdachsystems Pitched ProLine. Besuchen Sie uns gerne auf unserer Homepage.